Hey Leute, wow, ja, herzlich willkommen zurück zu The Early Legs. Ich weiß nicht, was uns das Spiel damit sagen wird, dass Mario in seinen jungen Jahren irgendwie alles in Zeitlupe hat kommen sehen, oder soll das, ist das vielleicht eher so eine versteckte, Kinder, ach, fick dich, du Hurensohn, eine Kinderfähigkeit, ja, also sprich, dass Mario hatte quasi damals eine besondere Gabe und das ist eher, das soll eher vorteilhaft sein, dass man alles, dass alles so in Zeitlupe kommt. Kann ja sein, so wie Spider-Mans Spinnen sind, hat er eben halt die Zeitloop-Fähigkeit. Er hat von der Zeitfrucht gegessen, von der Loop-Loop-Frucht oder so. Von der langsam-sam-Frucht, Drucht, deine Mutter. Alter, ey. Ich kann nicht, langsam kann ich auch nicht mehr damit umgehen. Falls ich das bis jetzt irgendwie konnte, kann ich das jetzt nicht mehr. Weil jetzt ist das auch schon so knapp und ich werde einfach... Selbst zum Schluss trollt man mich noch, indem man einfach zufällige Scheiße macht. Hey, hier... Und dann schieße ich zwei Feuer oder schieße ich doch jetzt Eis? Ich habe keine Ahnung, so wie ich gerade Lust habe, lol. Ja, wow. Wobei, wie gesagt, das ist, kann er ja von mir aus machen, aber Leute, hör doch mal mit dem Lag auf. Na, wie wär's? Du komm, hör doch mal auf. Spiel, hör doch mal auf. Du bist so ein richtig fucking, oh Gott. So ein richtig scheiß Nintendo-Spiel. Hör doch mal auf zu laggen, Mann. Du läufst auf einem High-End-PC, ja? Also nicht mehr so ganz High-End, aber für dich ist es, guck mal hier, jetzt lag's gar nicht mehr, oder was? Null! Hey, pass auf, jetzt schaffe ich es ohne getroffen zu werden. Ah, scheiße, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ja, jetzt werde ich doppelt und dreifach verarscht. Okay, das... Oh, hier drei Sachen auf einmal geschossen, lol! Wenn ich es jetzt nicht schaffe, ganz ehrlich, nehme mir das Leben. Das würde jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr machen, ey. Er müsste mich jetzt dreimal treffen. Oh Gott! Danke, dass du mich gerettet hast. Nasty Overgrown Spiny? Ja, schreckliches Vieh. Ich schreib's hin, es ging mir zu schnell. Ich hab's geschafft. Graphics. Die Leute, die die Grafiken gemacht haben und die Sprites. Hier seht ihr, wen ihr erschießen müsst, draußen auf der Straße. Merkt euch das bitte. Oh Gott. Oh, es kommt mir gerade so vor, als wäre ich erwacht aus einem schrecklichen Traum. Blocks. Gehört das nicht zu Designs? Das überhaupt mitgespeichert, weil wenn ich jetzt resetten muss, dann wäre es ja irgendwie fail, ne? Habe ich das ja mehr oder weniger eigentlich umsonst gemacht? Mehr oder weniger. Puh. Think one more time. Überall steht der Gamma V. Der Gamma V war übrigens auch bei, stand auch bei Fishing. Hooray, the Fishing Season. Also, weiß nicht, Zufall? Wohl kaum. Das ist doch alles schon wieder eine Riesenverschwörung. Testers, ey, ihr Hurensöhne. Nix habt ihr gerafft beim Testen, nichts. Alle erschießen, Mann, ganz ehrlich. Special thanks, Gott. Ja, Gott. Der ist halt nie auf meiner Seite, dafür ist er immer auf eurer Seite. Ja, SMW Central ist die Seite, wo das alles immer hochgeladen wird. Ja, der ist jetzt automatisch zurückgegangen. Was sollte das? Habe ich es dir erlaubt? Ich gehe mal hier rein. Nochmal. Vielleicht passiert da jetzt was. Nee. Raus. Nie wieder rein. Okay, gucken wir mal. In die Sternen rein und so. Okay.
Ich weiß nicht. Kennt ihr so diese Gefühle, wenn ihr Tage, Wochen oder Jahre lang auf etwas hinarbeitet und ihr es dann geschafft habt und ihr euch danach so leer fühlt? So geht's mir gerade. Komm mir gerade so leer vor. Aber ja, hier haben wir natürlich noch ein Level, aber irgendwie. Oh Gott. Das ist gerade ein richtig. Ganz ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass ich es schaffe. Das ist gerade ein richtig seltsames Gefühl. Oh mein Gott, ja. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, ich lauf mal erst schön. Ich muss mich gerade sammeln. Waren wir hier? Ja, anscheinend. Okay, ich bring mich mal um, ne? Hoffentlich spawn ich dann nicht da hinten. Dann war das Laufen jetzt für den Arsch. Ach, hier habe ich übrigens, hier gab es noch einen Stern, den ich übersehen habe, aber ist ja scheißegal. Wow, ich habe es tatsächlich geschafft. Lass uns jetzt mal eine Schweigeminute einhalten. Ja, übrigens, das ist jetzt doof, ich weiß gar nicht, wann mir der Gedanke kam, jetzt habe ich es letztendlich noch nicht durchgezogen, und zwar wollte ich eigentlich ab irgendeinem bestimmten Punkt, random irgendwann in jeder kommenden Folge einen Buchstaben sagen und dann zum Schluss, wenn ich es dann geschafft habe, wollte ich von euch, dass ihr das, was auch immer da rausgekommen ist, in die Kommentare schreibt, damit ich weiß, dass ihr euch das komplett angeschaut habt. Jetzt habe ich es nicht durchgezogen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Ja, egal, scheiß drauf. Ich meine, ist ja auch egal. Ja, spielen wir jetzt mal weiter. Wow, wow, wow. Okay, Leute, jetzt geht's wieder normal los. Wow, jetzt geht's los. Jetzt können wir wieder weiterspielen, nachdem wir quasi vergewaltigt und misshandelt wurden. Wow, ich kann laufen. Ich kann schweben. Völlig ohne Schmerzen in der Brust. Ich kann fliegen und singen. Und niemand hält mich auf. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich springe über Wolken und Wiesen. Wow, warte mal. Jetzt können wir ja... Ich weiß nicht, soll ich das noch mitnehmen? Oh. Oh. Egal. Ich bin frei. Und schwerelos. Und jetzt habe ich ein Leben verloren. Nun. Okay. Wow, ja, also das müsste ja jetzt hier wirklich, ich meine, ich habe mir ja in gewisser Weise ein Ziel gesetzt. Ich habe ja gesagt, anderthalb Folgen, ne? Habe ich ja großkotzig gesagt. Ja, wir müssen das jetzt nicht provozieren und durchrennen. Lass uns das jetzt mal wirklich genießen, denn wir haben es uns verdient. Also ich habe es mir verdient und ihr auch, aber nur, wenn ihr euch alles angeschaut habt. Wenn ihr jetzt irgendwie vorgespult habt, wie so Hurensöhne oder so, dann, ja, dann seid ihr halt Hurensöhne. Ja, also... Dann habt ihr das nicht verdient! Geht weg! Hört auf zu gucken! Ihr habt mein Leiden nicht geteilt, also braucht ihr meine Freuden auch nicht teilen. So. Nachdem das geklärt ist, darf ich mich auch anscheinend über ein Level erfreuen, welches lecklos ist. Was wahrscheinlich daran liegt, dass das hier halt wirklich ein bisschen trist ist. Also, es ist schon schön. Das passt natürlich zur Wüste, aber es ist im Gegensatz... Zum Bowser-Huso-Scheiß natürlich... Oh Gott, mehr Glück als Verstand, der Junge. Nicht überladen. Oh mein Gott, ich hab's... what the fuck, ey. Das wird mir noch in den nächsten Tagen, glaube ich, hängen bleiben. Und ich hab schon wieder ein Level geschafft. Oh mein Gott, oh mein Gott. Krass. Oh ja,
ja, wie gesagt. Ach, Moment. Da stand da nicht. Habe ich da, das war Daisy, ne? Oder habe ich da jetzt nicht aufgepasst? Ich war ja ein bisschen baff und habe deswegen nicht gelesen. Stand da was von Daisy? Dann würde das natürlich. Oh Gott, nein! Schon wieder Höhlen. Schlösser. Ja, wie gesagt, das war ja eigentlich der optionale Boss. Und das war dann Daisy. Das war ja nicht Peach. Sprich, wir haben die andere Schnalle gerettet, die keiner braucht oder so. Keine Ahnung. Aber ich weiß jetzt übrigens, von wo die Musik ist. Ich habe ja irgendwie so gemeint, ist das vielleicht Zelda-Musik oder so? Aber nein. Das ist tatsächlich, aus den neueren Marios. Ich glaube, Super Mario... New Super Mario Bros. Oder so. Also, was halt für Nintendo Wii U rauskam oder so. Das ist schon neuer Shit hier. Oh mein Gott. Oh, oh lol. Kann ich dich eigentlich penetrieren? Ja. Hier fehlt irgendwas, ne? So ein kleiner, behinderter, roter... Huren, so ein Fisch oder so. Könnt ihr euch noch an den erinnern? Kennt ihr den noch? Ja, ja, ja. Ja? Wo ist er? Hä? Hat er einen Schwanz eingezogen, ne? Oh Mann. Okay, da bin ich jetzt gestorben. Das war ein bisschen unglücklich, aber ich glaube. Ne. Egal, okay, ja. Jetzt muss ich mich zusammenreißen. Ich glaube, ich werde jetzt langsam so. Ich bin gerade so minimal arrogant. Oh. So, bla bla, lol. Oh, na, oh, habt ihr das gesehen? Okay, das war Fraps Fail. Ja, jetzt leckt sie gar nicht mehr. Was ist das? Richtig bescheuert. Zack, rüber, 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 rüber. Nicht warten. Du musst das doch genießen. Hulu, oh Gott! Da hab nicht, beim Springen habe ich irgendwie gedacht, das schaffe ich nicht. Und dann war ich schockiert, dass ich es doch geschafft habe. Wow, yeah, schießen, alle wegbämsen, Mann, och Mann, ey, wieso geht das nicht bei dir? Bam, bam, wow. Oh, ach so, das geht ja nicht, habe ich ja eben gesagt. Eben, ist gestellt. Och komm. Ah, hier. Checkpoint oder Gegner? Wahrscheinlich Check... Nee, oh. Moment, der erinnert mich so ein bisschen an Super Mario Bros. 2. Alter, what the fuck? Wie schnell der schießt. Stellt euch mal den Oh, das ist... Okay. So 20 Folgen später. Nein, aber hey, stellt euch das jetzt mal mit Lex vor. Bitte. Ah, nee, hier gab es einen Checkpoint. Okay, ich wollte schon sagen, der lässt mich doch... Und mich doch nicht direkt beim Boss rauslassen. Ja, okay, ja, stimmt. Das ist jetzt nicht kaputt gegangen. Ne? Mist. Gab's hier was? Nee. Wieso könnt ihr da durchschießen? Sehr gut. Ja, habe ich das gesagt? Ja, stellt euch das mal mit Lex vor. Dann kommen sie so langsam auf euch zu und dann auf einmal so BAM! Hä? Jetzt habe ich getroffen, ne? Ja. Einfach mal treten, statt zu werfen. Weil die Dinger ja auch... Ich weiß nicht, ob er die immer kaputt gemacht hat oder ob die so eine geringe Lebensspanne haben. Aber die haben sich ja irgendwie immer aufgelöst, ne? Das Handy jetzt eigentlich schon geklingelt? Ne, okay. Gut. Oh, wir haben 2 Level in einer Folge geschafft. Oh mein Gott. 4-1. Ist das jetzt diese Klein-Großwelt? Das wäre geil. Ach ne, das ist einfach eine scheiß Waldwelt. Oh, jetzt bin ich traurig. Aber hey, schöne Musik. Ich muss gerade spontan an Winnie Pooh denken. Oh, guck mal, die aus... Nee, Moment! Das ist... Ja, jetzt hatte ich Angst, dass ich da gegen die Flamme der Knall und die nicht sehe. Das... Okay, hätte ich es mir vielleicht verkneifen sollen. Das ist, also den Sprung, das ist Zelda. Jetzt nochmal kurz hinhören. Ja, das ist Zelda. Wie gesagt, ich mag hier Ocarina of, also die Gamecube-Dinger da eigentlich nicht so wirklich, aber ich habe ja schon Speedruns und so gesehen und ich sehe nichts, Mann. Ich habe Speedruns gesehen, aber eigentlich sehe ich doch nichts.
Ich guck da hin und ich verstehe es einfach nicht. Es geht so schnell. Nein, aber ja. Wie? Jetzt? Vielleicht doch? Nein? Was will ich jetzt sagen? Alles gut, alles gut. Es ist, wie gesagt, sie sind ja... Es sind keine schlechten Spiele oder so, nicht falsch verstehen. Und so. Würde ich auch vielleicht irgendwann mal... Ach du Arsch, da kommt er angekochen. Gerne mal spielen und so, aber... Die Grafik ist halt... Es ist, für mich ist es Matsch. Es ist eigentlich schon fortgeschrittener als PS1, aber für mich ist es einfach nur Matsch und hässlich. Ja, also... Ich würde es trotzdem spielen, aber ich wollte es nur mal so sagen. Dass selbst so jemand, der eigentlich... Natürlich, alte Grafik mag, auch irgendwo... Grafik nicht mag. Gewisse Grafik. Hier, guck mal, 36. Ja, 36, ey! Ey, Leute! Lasst uns doch mal die 36... grünen Sterne sammeln, oder? Da, ich meine, wir wollen doch alle wissen, was wir dann haben, oder nicht? Ey, da kommen wir bestimmt irgendwo hin, wo es toll und bunt und friedlich ist, oder? Komm, lass mal machen, ey. Ganz ehrlich, Leute. Was ist hier eigentlich? Oh. Da kann ich bestimmt nicht hoch, das wäre auch dumm, ne? Ja. Ganz ehrlich, Leute. Wenn ich es auf normalen Wege gemacht hätte, ich glaube, ich hätte mich in Grund und Boden geärgert oder mich gefrustet oder so. Also, ich weiß nicht. Es wäre es dann trotzdem natürlich irgendwo wert gewesen, aber ich weiß nicht. Ich bin jetzt irgendwie schon froh, dass ich es so gemacht habe. Naja, ist ja auch egal. Ja, das kann jetzt noch ein paar Folgen so gehen. Ich muss es verarbeiten. Das ist jetzt... Ich habe jetzt, glaube ich, ein Traumata oder so. Guck mal, Bienen. Vielleicht gibt es jetzt Bienchen-Gegner. Gegners. Oh! Oder... Ja, Bienenstock. Das ist natürlich noch interessanter. Aber ja, es leckt nicht mehr. Erklärt mir das mal, Leute. Es leckt nicht mehr. Wie war das gerade? Du gehst nach oben. Also ihr seid einfach nur... Ja, so fett. So, ihr klingt ja auch so fett und so brüchig. Ihr seid einfach nur fucking Steine. Aua. Das sind Steine, die sich als Bienen getarnt haben. Die wollen heimlich Honig naschen. Aber ich frage mich, wie ist der Stein in den Bienenstock gekommen? Wahrscheinlich hat ihn jemand reingeworfen. Wahrscheinlich. Das kann ich ja auch vielleicht mal anreden. Ja, das ist auch ein gutes Thema. Wahrscheinlich war es das fette Mobbing-Kind. Genau, während des LOL-Spiels gucke ich mir immer so ein paar Videos an. Und da habe ich bei YouTube einen Kanal gefunden. Da dreht sich alles ums Mobbing. Internet-Mobbing, Real-Life-Mobbing, Schul-Mobbing, Mobbing. Das Mobbing danach. Stress mit dem Mobbing. Da gibt es jemanden, der, ich würde schon fast sagen, missbraucht seine Jünglinge für Videos. Also, sorry, aber kann mir keiner erzählen, dass so eine Horde Erstklässler oder so sich dazu bereit erklären, 100 Mobbing-Videos zu machen. Also irgendjemand kam 2016 auf die Idee, so einen Mobbing-Kanal zu machen und macht dann da Kurzgeschichten, ja. Beispielsweise gibt's da so eine Geschichte, da ist so ein fetter kleiner Junge, kann ich auch mal einblenden hier. Ja, ich blende das jetzt mal ein. So, ihr habt's gesehen. Also ihr versteht scherzungsweise. Und der Witz ist aber, dass, habt ihr sein Grinsen gesehen? Als ich das erste Mal gesehen habe, ich hab mich so tot gelacht, ey. Es ist unglaublich. Und der, oh shit, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und der Witz ist, dass die Moral, die Botschaft an sich mega geil ist, ja, weil es geht ja halt darum, hey, stopp das Mobbing und kämpf gegen Mobbing an und bla 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 bla. Also es ist eigentlich so ein bisschen wie hier diese, ich dachte die Biene kommt raus, wie dieses, ja, wie heißt denn das?
Verdachtsfälle und so, also diese ganzen RTL und Sat.1 Sendungen, nur eben halt mit Kindern, die gemobbt werden. Und an sich, es ist schon mega traurig und so, wenn man sich das mal gibt, also die da gibt's so Geschichten, die gehen über mehrere Folgen lang. Irgendwie so 9 Folgen, jede Folge geht da klingt das Handy. Jede Folge geht irgendwie nur so 3 Minuten oder so, wo ich mir so denke, okay, Clickbait oder so. Teilweise ist es wirklich Clickbait. Da gab's beispielsweise so eine Episode, da steht irgendwie, Lehrerin tanzt Schüler wegen Apfel an. Und auf dem Bild sieht man dann irgendwie sowas, wo ich dachte, okay, es geht jetzt vielleicht um eine Lehrerin, die sich an ihren Schüler ranmacht oder so. Aber in der Folge war das dann nur so, dass die Lehrerin von allen geil gefunden wurde, also von den Schülern, und ein Schüler hatte so eine Traumfantasie. Also der hat im Unterricht so ein bisschen geträumt und hat sich dann vorgestellt, wie er ihr den Apfel schenkt und sie sich dann freut. Ja, also das war in der Folge drin, aber das ging irgendwie nur so 20 Sekunden oder so. Also das ist schon Clickbait für mich. Und naja, gut, ich werde das Thema am Ende in der nächsten Folge weiter thematisieren. Ja, Leute, war das in der Folge? Ja, in der Folge haben sie es geschafft. Wow. Ich habe in der Folge Geschichte geschrieben. Ja. Gott. Gott. Oh mein Gott, ich kann jetzt weiterleben und weiter Videos machen. Und oh Gott, ich dachte wirklich, ich bleib da mein Leben lang hängen. Scheiße, ey. Wow. Ja. Wow. Wow. Bis zum nächsten Mal, Leute. See ya.